Habe ich keinen Führerschein oder was? Wieso kann ich hier nicht einsteigen? Naja, zu Fuß ist sowieso gesünder. Ah, so hätte ich sie am, hätte ich im Kapitel 2 das Ding entschärfen müssen. Muss da anscheinend durch. Ich dachte, ich kann mich an den vorbeimogeln. Waren andere Viecher, die waren heller. Na los, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Immer
Einmal finde ich Filter und andere Masken haufenweise. Lass mich rein! Ich machte mir Sorgen, dass die Messestation, meine Heimat, das Schicksal der Lochstation teilen würde. Aber mitten in diesem Albtraum traf ich einen jungen Überlebenden, der sehr tapfer und gesprächig war. Kind! Onkel, Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte, wach auf. Warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag er ist etwas. Tot. Muss jetzt ganz stark sein, mein Kleiner. Wach nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Hab ich was davon gesagt? Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Klar. Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Klingt nach einer guten Idee, das Ganze zu überstehen, ne? Ach so, ich dachte, man kann nur eine mindestens. Wo ist denn das Kind jetzt? Ist das unsichtbar oder was? Wow! Und zack, sind sie wieder weg. Achten Sie darauf, wo Sie hintreten. Sie können sonst in ein Loch eines Monsters fallen. Müssen, sonst werden wir beide gefressen. Nicht doof, dass er unsichtbar ist. Da!
Was? Hä? Müssen, sonst werden wir beide gefressen. Scheinbar sind da noch andere Gegner. Da! Hey, aufpassen! Ich darf sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank. In dem da. Ich kenne die Moon-Schränke, da mein Vater ein Späher war. Schau in den mit den Zahlen. Zahlen? Wie dein Teddy. Da sind noch keine Zahlen. Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Sicher nur ein ganz normaler Revolver. Neue dazu oder ist es immer nur eine bestimmte Anzahl? Wer war das? Alle tot.